Guten Morgen, mein Name ist Peggy Berger und ich bin seit fast 5 Jahren selbstständige Beraterin bei GONIS. Ich hatte auf meiner Facebook-Seite eine kleine Abstimmung und zwar wollte ich wissen, was ihr heute gerne sehen möchtet. Zur Auswahl stand Hosenflicken mit Strukturgel oder einmal Vorstellung der neuen Dekorcreme. So wie ihr seht, ich habe es vorbereitet, die Dekorcreme hat gewonnen. So, was gibt es zu der Dekorcreme zu sagen? Sie kommt in praktischen kleinen Dosen. Ich warte kurz auf das Live-Bild, dass ich das auch hier habe, damit ich einmal sehe, ob ich es richtig halte. Genau, also da ist die Dekorcreme, sie hat 100 ml Inhalt, ist super deckend. Sie kommt gebrauchsfertig, allerdings müsst ihr einmal vor Gebrauch bitte aufrühren. Das mache ich immer ganz gerne mit einem Schaschlikspieß. Sie ist auf Wasserbasis, hat eine cremige Konsistenz. Nach dem Trocknen fühlt sie sich weich und matt und ihr habt einen matten Look halt. Ne? Die Farben sind untereinander mischbar. Ihr könnt sie auch mit Goni-Dekor abtönen. Ist ideal mit abgestimmt auf unsere Outdoor-Farben. Die habe ich zum Beispiel hier Outdoor-Dekor in Anthrazit, was wir gleich auch noch benötigen. Witterungsbeständig auf wetterfesten Untergründen. Ne? Sie trocknet schnell. Wobei die Trocknungszeit davon abhängt, wie dick ihr sie auch auftragt. So, ich habe jetzt hier meine beiden Häuser liegen und die zeige ich euch jetzt auch noch einmal, wie die funktionieren. So, ein Haus habe ich schon schwarz angemalt von hinten, das andere ist noch blank. Denn ich möchte euch einmal zeigen, wie schnell und einfach ihr mit der Outdoor-Farbe das Häuschen anmalen könnt. Ich habe mir hier schon alles bereitgestellt. Ja, den Pinsel, den tupfe ich immer ganz gerne nochmal im Zebra so ein bisschen ab, dass er nicht ganz so feucht ist. So. Eben schauen, dass ihr das auch sehen könnt, wenn ich das so festhalte. Wie gesagt, diese Zeitverzögerung, die nervt einfach. So. Die noch ein bisschen weiter vor. Also ganz normal mit dem Pinsel in den Pott rein und drauf losstreichen. Und da seht ihr schon, wie gut die Outdoor-Farbe deckt. Auch die Outdoor-Farbe trocknet super schnell, dass wir auch gleich weiter verarbeiten können. So. Na, also ihr braucht hier keinen zweiten oder gar dritten Anstrich, ein Anstrich reicht. Ich gehe mal hier oben noch einmal entlang, falls sich auf der Seite diese Nasen bilden. Ne? Wenn man zu viel Farbe hat, dann tropft es an der Seite so ein bisschen runter. Und damit das nicht passiert, streiche ich hier einmal entlang, so, dass das ordentlich ausschaut. Also, super deckend, ist schon fertig. Ich lege das jetzt einmal kurz bei mir auf die Heizung. Und arbeite jetzt schon weiter mit dem vorbereiteten Haus hier. Vorne habe ich das Pärchen drauf. Auf die Rückseite möchte ich aber gerne das Relax haben. Dafür nehme ich unsere Flex-Schablone. Und zwar ist das die Flex-Schablone von dem Muschelsucher. Ich möchte hier das Wort Relax gleich gebrauchen. Wie ihr seht, wer GONIS kennt, weiß, dass wir die Flex-Schablone sonst in Blau hatten. Die haben jetzt ein neues Material bekommen, die sind ein bisschen dicker und dadurch auch ein bisschen robuster und ja, sind auch super leicht zu reinigen, finde ich. So, ich mache das jetzt für euch aus dem Kopf, für mich ist das richtig rum. Und zwar lege ich jetzt einfach die Schablone auf die gewünschte Höhe auf. So, jetzt überlege ich gerade, ich hatte das Grau genommen, weil die Dekorcreme haben wir in 3 verschiedenen Farben. In Taub, Grau und Schiefer und ich werde jetzt mit Grau arbeiten. So, da seht ihr einmal die Creme. Hier ist wieder mein Schaschlikspieß. Und einfach ein bisschen aufrühren. Farben sollten alle grundsätzlich immer einmal aufgerührt werden, bevor man sie gebraucht. So, genug umrührt. Und jetzt ist auf dem Schaschlikspieß immer noch so viel Farbe oder Creme mit dran,
Und da gehe ich hin, packe mir die direkt auf unserem Tupfspann schon drauf. So. Ich streife mir die Creme immer gerne noch ein bisschen ab, damit das nicht zu viel wird. Beziehungsweise fällt mir gerade ein, ich habe das einmal mit einem Spachtel gemacht und ich habe meinen Spachtel jetzt im Bastelzimmer liegen lassen. Also wir schauen mal, wie es jetzt hiermit klappt. Ich wollte euch eigentlich die Spachteltechnik zeigen. Dann wird jetzt halt einfach mal mit dem Tupfschwamm gearbeitet. Flexibel muss man sein. Es wäre toll, diejenigen, die mir zuschauen, wenn einer von euch mal eben kurz was schreiben könnte, dass ich weiß, dass die Übertragung der Kommentare jetzt funktioniert. So. Zack, schon alles aufgefüllt. Nehme jetzt die Schablone runter. Schon habe ich meinen Relax fertig. Mir ist das jetzt drumherum ein bisschen zu hart von den Kanten her. Daher nehme ich jetzt einfach nochmal meinen Tupfschwamm und setze den so ein bisschen an und brasche den Rand. Das Quaken, was ihr jetzt im Hintergrund hier eventuell hört, kommt von meinem Hund, der der Meinung ist, jetzt spielen zu müssen. So. Für mich persönlich reicht das jetzt. Ich würde gar nicht mehr drauf machen. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, ich möchte gerne noch ein bisschen Punkte oder ähnliches haben, könnt ihr euch auf jeden Fall noch Akzente setzen. Für mich persönlich reicht das jetzt. Ich verfluche gerade so ein bisschen meinen Mund, aber das ist live, da kann man nichts dran ändern. So, zum Reinigen der Schablone habe ich ja gerade schon gesagt, dass das ganz schnell geht. Ich lege mir jetzt einfach ein Zebra unter. So, und gehe da einfach mit dem Feuchttuch drüber. Wichtig, meine Feuchttücher sind immer ohne Öl. Ja, sonst habt ihr hinterher so einen Schmierfilm drauf. So. Schon habe ich meine Schablone wieder sauber. Leg die einmal zur Seite. Und jetzt muss ich euch noch einmal ganz schnell alleine lassen, denn für die nächste Technik brauche ich auf jeden Fall meinen Spachtel. Also, ihr schaut euch eben kurz noch hier mein Häuschen an und ich bin gleich zurück. Da habe ich meinen Spachtel. So, das ist jetzt die andere Seite. Die möchte ich ja komplett mit euch jetzt fertig machen. Und zwar habe ich mir da das Pärchen ausgesucht. Das Pärchen ist von unserer selbstklebenden Schablone Vielfältigkeit. Das Schöne an diesen Schablonen ist, die sind selbstklebend. Das heißt, ich ziehe die jetzt vorsichtig von oben ab, greife immer ein bisschen nach, damit ich nichts kaputt reiße. So. Jetzt mal gucken, wo ich sie hinhaben möchte. Endlich von da an. So, wenn ich die Schablone jetzt auflege, achte ich darauf, dass der Fuß ein ganz, ganz kleines bisschen übersteht. Und so leicht könnt ihr nachher die Schablone nämlich runterziehen. Ne? Wenn ihr hier eine Kante hochgeht, hebt ihr dann die Schablone mit an. So. Dafür nehme ich jetzt unseren Spachtel, nehme mir die Farbe aus dem Topf und verteile die einmal komplett auf dem Häuschen. Haben wir auch gleich schon geschafft. Also wie ihr seht, so viel Farbe braucht man da gar nicht für. Und das ist wirklich richtig schön dünn aufgetragen. Ich versuche die Farbe immer noch so ein bisschen glatt zu streichen, dass ich da nicht so viele Kanten drin habe. Und das, was noch über ist, streife ich einfach zurück in mein Pöttchen. Jetzt nehme ich einfach nochmal mein Feuchttuch, mache mir den Spachtel eben sauber. So.
So, wie gesagt, die Schablone muss runter, solange es noch feucht ist. Und ich sehe gerade, ich habe dort an der Seite ordentlich übergemalt. Also auch hier mal eben das Feuchttuch her. So, ziehe es noch einmal gerade entlang. So, und jetzt kommt uns das nämlich zugute, dass wir das Füßchen etwas haben überstehen lassen. Jetzt kann ich einfach so anheben und meine Schablone runterziehen. Und schon ist mein Motiv fertig. Zum Reinigen der Schablone, normalerweise würde ich sie jetzt schnell eben unter Wasser reinigen. Geht ganz einfach. Da ich jetzt hier nicht jedes Mal weglaufen möchte, lege ich sie mir einfach mal irgendwie kurz raus und nehme schon mal das Grobe zumindest mit dem Feuchttuch runter. Zum Reinigen der Schablone ist noch wichtig, dass ihr, wenn ihr sie abgewaschen habt unter fließend Wasser, dann geht ihr einfach hin, nehmt die Schablone und schüttelt die aus. Ja, nicht abtrocknen, ausschütteln und so nass wie die ist, einfach wieder auf die Vorlage drauf und trocknen lassen. Ich guck mal eben, ob ich sie jetzt noch ein bisschen sauber rauskriege. So. Ja, also normalerweise habe ich ein Pöttchen mit Wasser dann neben mir stehen oder ich stehe eben schnell auf und gehe zum Wasserhahn. Wie gesagt, wichtig ist nicht abtrocknen, so oder drauf trocknen lassen. Ja, das sind im Prinzip schon meine beiden Häuser. Einmal hier das Pärchen und einmal das Skelett. Schon könnt ihr sie schön irgendwo hinstellen, ob beides mal die gleiche Motiv oder einmal umgekehrt. Das ist dann euch überlassen. Aber ich habe noch etwas vorbereitet. Ach ja, mein Vorbereiten, das klappt heute irgendwie nicht so toll, muss ich gerade gestehen. Mir fehlt nämlich schon wieder was. Und zwar, schaut euch mal das Glas an. Da könnt ihr wunderschön Windlicht draus machen. Unten in das Glas ein bisschen Sand oder Steinchen rein. Und schon könnt ihr loslegen und eine Kerze rein. Und ihr habt ein richtig tolles Windlicht. Das Glas, von der Länge her, war ein Würstchenglas. Und wie schnell und einfach das zu machen ist, zeige ich euch jetzt. Auf, ich lege euch mal die einzelnen Schritte schon mal her. So, das habe ich nämlich alle schon vorbereitet. Und ich hole noch mal eben schnell meine Farbe dazu. Also so ist das beim Video auch noch nicht passiert. Das ist nun mal, wenn es live ist. Denn, ja, was soll ich sagen, wenn es jetzt nicht live wäre, würde ich das eben rausschneiden und keiner wird was davon mitbekommen. Ja, gut, ich habe es jetzt halt so gemacht, dass ihr es alle mitbekommt, aber so ist das nun mal. Lasst nicht immer alles nach Plan. So, ich habe mir jetzt hier schon wieder eine Glasfolie bereitgelegt. Und da gebe ich unser Brunidicor drauf. Brunidicor ist ja unsere Universalmalfarbe. Einfach einen guten Klecks auf die Klarsichtfolie geben. So, bei meinem Handy bin ich jetzt aus dem Video raus. Ist wieder auf die normale Startseite gegangen. Deswegen gucke ich da mal eben, dass ich mich da wiederfinde. Sie sollte eigentlich noch live sein. Ja. So, also wie gesagt, ich habe hier den Farbfleck schon an der Seite und mache mir daneben schon direkt unser Dekofrost. Mein Glas habe ich mir schon mit Kreppband abgeklebt. Daher kann ich das gut unten festhalten. Und nehme mir jetzt ein Schwämmchen. Und dann Tupfschwamm und arbeite die Farbe so ein bisschen rein. So, da rollen die Gläser weg. So. Ich halte es jetzt von oben fest, stelle die anderen Gläser einmal zur Seite. Dann brauche ich so ein bisschen Platz. So. Und jetzt tupfe ich einfach drauf los.
Wenn ihr Fragen habt, gerne zwischendurch mal Fragen stellen. Ich hoffe, ich kann sie beantworten. Und wenn nicht, mache ich mich halt schlau, dass ihr eine Antwort bekommt. So. Bleibt schon ein bisschen ungefähr auf die Hälfte des Glases, also wenn man den abgetrennten Bereich weglässt, bin ich ungefähr auf die Hälfte. Tupfe nochmal ordentlich rum. Und dann gehe ich mit dem gleichen Schwämmchen in das Dekofrost hinein und arbeite das einfach mit ein. So, nach oben hin geht es immer ein bisschen weniger, dass ich hauptsächlich nur noch Dekofrost nehme und immer weniger Farbe dazu mische. Oben am Hals auch so ein bisschen. So, und wie bei jeder Farbe ist es auch jetzt hier, das Kreppband direkt abziehen. Gucke ich mal eben, wo mein Anfang ist. So, ich habe da schon mal eine schöne, saubere Kante. Und jetzt möchte ich direkt, ich muss mal erst eben mein Schwämmchen hier so ein bisschen einwickeln, damit das nicht eintrocknet. Dann kann ich es gleich noch gut ausspielen. So, jetzt möchte ich direkt unten den Bereich mit der Dekorcreme gestalten. Dazu nehme ich meinen Tupfschwamm, den ich vorhin als erstes hatte, und tupfe da nochmal drüber her. Ich versuche mal so ein bisschen bis hoch bis zum Rand zu kommen, aber halt nicht so, dass ich drüber hergehe. Und ihr seht ja jetzt schon, wie schnell man mit den Bonusprodukten fertig ist. Wir haben jetzt schon zwei Häuser gestaltet und das Glas ist auch schon fast fertig. Das ist einfach das Schöne an Bonus. Selbst mit zwei linken Händen kann man hier gestalten. Einfacher für mich jetzt gerade, das so ein bisschen schräg aufs Papier zu halten. Dann müsst ihr nachher natürlich gucken, unten den Rand noch einmal zusätzlich abtupfen, damit das da auch wieder schön ausschaut. So. Dann schaut euer Glas jetzt so aus. Und damit wir direkt weiterarbeiten können, habe ich das schon mal vorbereitet. Ich muss jetzt nur einmal die Farbe wechseln. Denn bei dem vorbereiteten Glas habe ich mit Taupe gearbeitet. So, auch da nehme ich dann eben einen anderen Tupfschwamm. Beziehungsweise, da brauche ich keinen Tupfschwamm, denn das mache ich gleich mit dem Finger. So. Petra, ich nehme hauptsächlich unseren Tupfschwamm. Das weiße Schwämmchen habe ich zwar jetzt auch hier liegen, nehme ich aber meistens, wenn ich irgendwo unterwegs bin mit Freunden oder so, weil die Dinger kann man gut auswaschen oder mal liegen lassen. Aber meistens arbeite ich doch mit den schwarzen Tupfschwämmchen. So, auch hier, da ich die Farbe heute noch nicht gebraucht habe, einmal aufrühren. Und es reicht auch immer, wenn ihr die Farben einmal am Tag aufrührt. Also ihr müsst jetzt nicht bei jedem Gebrauch vorab nochmal aufrühren, wenn ihr die schon am gleichen Tag im Gebrauch hattet. So, ich möchte einmal auch die Frau mit dem Rahmen drauf machen. Dafür auch hier wieder die selbstklebende Schablone. So, und jetzt guckt ihr euch euer Glas einmal an. Meistens gibt es eine schöne Seite und nicht so schöne Seite. Seht ihr meistens unten, da sind dann so drei Punkte am Glas oder hier sind es vier Punkte. Kann man wahrscheinlich ganz schlecht sehen jetzt in der Kamera. Deswegen ist das bei mir die Rückseite. Und das andere ist die Vorderseite. Da lege ich mir nun die Frau drauf. Kann ruhig ein bisschen überstehen hier unten.
denn das Motiv geht ja nicht komplett bis nach unten von der Schablone. Jetzt leicht andrücken. So, mit der Rundung ist mir das immer zu riskant, mit dem Spachtel zu arbeiten oder mit dem Schwämmchen zu arbeiten. Klar, könnt ihr auch machen, aber unsere Farben sind ungiftig. Das heißt, ich schmiere mir die einfach auf den Finger drauf und tupfe jetzt einfach. Denn auch so habe ich gleich schön einen Tupfeffekt auf mein Motiv. Wenn ich das mit dem Spachtel mache, ist das so glatt wie gerade bei dem raus. Das wollte ich auf dem Glas jetzt nicht, weil ich habe unten schon getupft gehabt. Und ich fand einfach, da sieht das mit dem Spachtel nicht so gut aus. Daher tupfe ich das. Ich kann das jetzt auch mit dem Schwämmchen tupfen, aber so habe ich besser eine Kontrolle, ob ich über den Rand drüber herkomme. Das müsst ihr aber wahrscheinlich selber einmal testen, wie es bei euch ja, am besten klappt. Jeder hat seine eigene Technik irgendwo. Einfach ausprobieren, munter drauf los. Ihr seht, wie schnell sowas funktioniert. Das Video heute scheint ein bisschen länger zu gehen, entschuldigt. Aber dadurch, dass wir zwei Projekte machen, dauert es dann doch ein wenig länger. Ihr müsst jetzt natürlich vorsichtig sein, dass die Schablone sich nicht so mit abhebt, denn dadurch, dass wir jetzt keinen glatten Untergrund wie auf normalem Glas haben, kann die Schablone nicht hundertprozentig gut darauf haften. Aber wenn ihr vorsichtig vorgeht, funktioniert das. Und ihr seht, ich bin auch gleich schon oben wieder angekommen, dass ich die Schablone runternehmen kann. So. Einmal nachgucken, ob wir überall Farbe drauf haben. Ich stelle es einmal kurz hin und befreie einmal meinen Finger von der Liquorcreme. Ist die Lautstärke eigentlich so gut oder dröhnt sie noch? Ich fand bei den anderen beiden Videos, war die Lautstärke so hoch gewesen. Irgendwo, ich hatte das Gefühl, das dröhnt so richtig. Ich habe es gerade nochmal niedriger gestellt und hoffe einfach, dass das jetzt besser ist. Aber zurück zu dem Glas. Wie gesagt, im feuchten Zustand der Farbe immer direkt die Schablone abziehen. Das ist immer so ein Moment, oh, hat es geklappt, hat es nicht geklappt? So schaut es bei mir aus. Also ich finde, das ist sehr gut geglückt. Meine Schablone lege ich mir kurz zur Seite. Wie gesagt, normalerweise jetzt eben zack unterm Wasserhahn einmal sauber schrubben. Ich habe dafür immer eine Zahnbürste bereit liegen, extra nur für meine Bonus-Sachen. Und man hat ja jetzt hier diesen Übergang. Ne? Findet man jetzt nicht so unbedingt schön. Deswegen gehe ich hin. Ich habe hier schon mein anderes Glas. Das ist alles schon trocken, da kann ich drüber fassen, das ist kein Problem. Ich habe hier oben am Glas schon eine Banderole gesetzt, die habe ich mit dem Rubbelkolben geklebt. Und das gleiche machen wir jetzt auch einmal auf dem unteren Abschnitt, denn da könnt ihr einfach eure Übergänge drunter verstecken. Ich lege das mal eben so hin, ne, einfach drüber herkleben und schon sieht keiner mehr, ob ihr mal irgendwo über den Rand oder auf die andere Farbe gekommen seid. Da kann man immer so ein bisschen tricksen. So, jetzt gucke ich gerade, dass ich einmal eben hier meine Creme zu mache, denn die ist natürlich schnell trocken. Das heißt auch immer, schnell wieder verschließen. So, meine Rubbelball, hey, den habe ich hier stehen, an den habe ich gedacht, super, ne? Wenigstens etwas. So, ich gebe jetzt den Kleber einfach direkt auf mein Glas. Einmal drum zu. So. Muss ich einmal gucken, dass ich das so mache, dass ihr es einigermaßen sehen könnt. Und zwar mache ich das natürlich so, dass hinten verschlossen ist am Glas. Nicht, dass ihr vorne die Naht habt von den Übergängen. Das legt man natürlich immer nach hinten. So, noch kann ich so ein bisschen nach unten zuppeln. Wenn ich sehe, ach, die eine Seite ist ein bisschen zu hoch, dann ziehe ich das vorsichtig noch ein bisschen runter. So. Unser Kleber heißt Rubbelkoll, weil ich den Kleber einfach jetzt von den Finger runterrubbeln kann. Das ist das Geniale an diesem Kleber. Also auch perfekt, wenn ihr mit Kindern am Arbeiten seid. Ne? Die können sich dann deine Finger einfach runterrubbeln. Ihr müsst da nicht stundenlang oder tagelang da die Klebe runterzupfen. Also, das sind unsere Ergebnisse von heute. Einmal unser Vintage-Glas. So. Dann haben wir das Häuschen gemacht.
wir haben noch unser Relaxhäuschen gemacht. Ich hoffe, es hat euch heute wieder gefallen, habt ein paar Anregungen bekommen, was man mit unseren Produkten so machen kann. Und ja, ich würde sagen, Freitag steht der nächste Termin schon fest um 11 Uhr. Und dort werde ich euch dann zeigen, wie man die Hosenflicken mit Strukturgel macht. Das ist natürlich für die mit jüngeren Kindern ganz interessant, denn die Hosen sind nun mal schnell hinüber, gerade wenn die noch krabbeln. Also, ich würde sagen, wir sehen uns Freitag hoffentlich wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss!